Er schnuckelt ja. Irgendwie ist es ein bisschen komisch halt und nicht erschrecke. Ich hocke da in meiner Ferienwohnung in Spanien. Ich bin gerade im Urlaub. Hola, hasta la vista. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich bin zu dunkel, ich weiß, aber ich werde die Tage mal was machen draußen am Pool und dann gucken wir mal weiter. So. Jetzt will ich euch ein bisschen was erzählen von verschiedenen Pubs, die es gibt, die ich kenne oder wo ich erzählt gekriegt habe von den Mädels. Da gibt es zum Beispiel, fangen wir mal groß an, da gibt es die großen FKK-Clubs. So, das ist eigentlich so ein Spielpark für Männer. Da kann man drin fressen, da kann man saufen, kann ficken. Also was will der Mann mehr? Ideal. Doch noch ein bisschen massieren lassen oder so, noch ein bisschen in die Sauna. Gibt es überall. Und wie gesagt, es gibt da acht verschiedene. Da gibt es welche mit riesengroßen Buffets. Da gibt es welche, wo es nichts zu essen gibt, wo nur halt Trinken gibt, den Mädel und Sauna und ein bisschen Kino. Ja, ist halt auch nicht so teuer. So. Dann kenne ich die großen Puffs. Die, naja, ich sage mal, da kommt man rein, da schaffen 20, 30, 40 Mädchen drin. Das sind 10 bis 20 sogenannte Arbeitszimmer. Da musst du klingeln an der Tür, da wirst du reingelassen und da kriegst du die Mädchen alle vorgestellt, die gerade frei sind. Dann kannst du eine aussuchen und mit der dann irgendwo in ein Freizimmer gehen. Dann gibt es die ein bisschen kleiner, das sind meistens Privatwohnungen, da gibt es drei oder vier Zimmer und da läuft es im Prinzip genauso ab. Da klingelst, kriegst du aufgemacht von der Hausdame, so von mir. Und ja, dann wirst du in ein Zimmer reingeführt, was gerade frei ist. Und dann kommen die drei, vier, fünf Mädchen, die gerade frei sind, stellen sich vor. Und dann kannst du da eine aussuchen. Dann gibt es die noch kleiner, das sind, die schaffen meistens privat auf eigene Rechnung, die haben sich eine Wohnung gemietet, da ist ein oder zwei Arbeitszimmer drin, schaffen ein oder zwei Mädchen. Und die schaffen aber nur auf, wie sagt man da, ohne Hausdame, ohne alles. Die mieten sich die Zimmer für eine Woche. Und dann musst du selber mit den Terminen, Telefon, Handy, frag mich nicht, was es alles gibt, ausmachen. Und was ganz unten kommt, es ist zum Beispiel der Straßenstrich. So wie man die Mannheimer kennen das alle. Früher haben wir in Mannheim einen schönen Straßenstrich gehabt. Unten an der Brotreihe, da war die Hölle los, da ist was abgegangen nachts. Da war oben war ein Grill, da hast du müssen zugucken, wie der dreimal probiert hat, die Brotwurst vom Grill zu holen, weil das war alles so dreckig da oben und so alles verklebt und verknastert. Aber du hast nirgends sie gekannt früher. Also ich bin ja vom Dorf, wie ich dann vor 35 Jahren in die Großstadt Mannheim gekommen bin. Habe ich mich mal gewundert, weil in der Großstadt Mannheim war damals um 12 Uhr nachts dicht, sind die Wege hoch, die Gehsteige hochgeklappt worden, ist nichts mehr gegangen. Ich vom Dorf, bei uns waren wenigstens die Kneipe bis um 1 Uhr nachts. Ich habe mir das ja nicht vorstellen können. So, und da gab es ein paar Kneipe, wie zum Beispiel das Rotos unter dem Jungbusch, das gibt es halt noch. Und da war die Hölle los, da waren die ganzen Zuhälter da drin geguckt, das war das Einzige, wo du noch was zu essen kriegst, nachts noch der 12. Und unter anderem die Brotdreher. So, und die Brotdreher war direkt am Straßenstrich. Sind da die Mädchen mit ihrer Handtäschchen hin und her gelaufen, schöne weiße Stiefelchen bis über die Knie. War immer heftig. So, und zwischendrin sind sie rein in die Brotdreher oben, sich was zu essen geholt, was zu trinken geholt. Und unten drin war Disco in der Brotdreher. Und da muss ich euch jetzt erzählen, her, da hat mir mal einer so bloß angeschlagen da drin. Ich Hunger gehabt nachts in die Brotreihe auf was gegessen. Dann wollte ich noch nicht heim schlafen und dann denke ich, geh mal da unten rein. Und da, wenn du die Tier reingekommen bist, 200 Jahre Zuchthaus, sind ich erst mal angeguckt da unten. So, aber ihr wisst ja, Besenmädler kommen überall hin. Brave kommen in den Himmel, aber ich war bei der Besenmädler, ich wollte das halt auch einmal sehen. So. Bin ich da reingekommen, da haben da zwei neben mir gestanden. Es ist nicht weitergegangen, weil gerammelt voll war.
haben da zwei neben mir gestanden, weil der eine dem anderen eine Bombe, ich habe das gar nicht mitgekriegt. So, und der duckt sich und dann ist dem anderen seine Faust voll in mein Ach. Nein, so. Ich habe da auch einen langen Blutach gehabt. Aber wir haben uns dann geeinigt, er hat mir dann ein Bierle bezahlt und ein Asbach Cola. Und wir haben darüber gelacht. Die zwei haben sich auch wieder vertragen und dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja, und dann leider gibt es die Broträhre nicht mehr. Und seit es die Broträhre nicht mehr gibt, ist unten am Straßenstrich ist nichts mehr los. Da kannst du vorbeifahren und willst nicht ein Auto, da ist vorne ein rotes Herzchen drin. Und das war's. Auch früher sind da 20 Mädchen hin und her gelaufen. In alle LKWs gehalten, alle PKWs, sind die aber dann eine Mädel eingeladen und ab in die Hecke irgendwo hin. Da hinten gibt es ja genug, da auf der Friesener Insel und überall gibt es genug Hecke. So, da sind die hin alle und ja, ein bisschen später waren sie wieder da. Und die Mädel, wenn sie ein Bächel machen müssen, die sind dann halt und rein die Broträger. So, und wie die Broträger dann nicht mehr war, hat sich das zerstreut halt, leider. Ja. Und jetzt, Prost, tue ich mich noch einmal entschuldigen, weil mein Hintergrund ist jetzt nicht gerade zu wahr heute. Ich gucke mal, ob ich die Tage mit dem Handy ein Video machen kann und hochladen. Dann sehen er halt mein dummes Gesicht nicht, und dann sehen er halt bloß das Meer und vielleicht meinen Swimmingpool und vielleicht mein, frag mich nicht, was das da alles gibt. Und ein paar Kaktusse, sagt mein Mann, nicht normal ist das Kaktee, aber mein Mann sagt mal Kaktusse. Ein paar Kaktusse und ein bisschen kleine Blumen noch und ja, dann hasta la próxima, hasta luego, schau mir in die Augen, Kleines, bis denn.